Hi meine Lieben, sicherlich habt ihr mitbekommen, dass wir vor ein paar Wochen in München waren und zwar bei den Spielwiesen von Ravensburger haben wir oder durften wir dort eine tolle Gravitrax-Kugelbahn testen. Wie wir das gemacht haben, habt ihr sicherlich gesehen, der Link ist nochmal zu dem Video in der Videobeschreibung. Meine Jungs hatten so viel Spaß dabei, genauso wie die anderen Kinder, die um uns drumherum saßen. Das ist eine ganz tolle Kugelbahn und zwar habe ich jetzt hier ein Starter-Set. Da sind Schienen dabei, da sind die Steine dabei, die sie hier, aus denen ihr solche Türme bauen könnt. Da ist eins von den Special-Elementen mit dabei. Das heißt, man hat da unheimlich viel Spaß. Ich finde so heutzutage, in den Zeiten von Elektro, ist das eine ganz, ganz tolle Alternative. Vor allem, weil ich gesehen habe, wie hin und weg alle Kinder waren. So, und da nun bald Weihnachten ist, würde ich ganz gerne euch mal zeigen, wie ich dieses tolle Geschenk einpacke. Und zwar so, dass die Kinder oder dass Ash das nicht allzu einfach aufbekommt. Ich habe mir hier schon ganz viel Geschenkpapier besorgt. Das sind so ungefähr so 6 Sorten. Dementsprechend brauche ich natürlich Tesafilm, Schere, Packband, genauso wie dieses hier. Dann einmal ein Geschenkband und einmal solche Schleifchen. So, ich würde mal sagen, ich lege jetzt mal los. So, ich werde jetzt natürlich erstmal in das erste Papier schon mal einpacken. Das sieht ja ganz toll aus. Ihr wisst sicherlich alle, wenn jetzt Kinder zum Beispiel Geschenke auspacken sollen, dass sie dieses Geschenkpapier ganz, ganz schnell mit einem Ruck alles aufreißen und zack, auch das Geschenk schon ausgepackt haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache es dieses Jahr so ein bisschen schwerer, damit es auch natürlich bis zum Schluss ein bisschen spannender bleibt. Denn da ist ja auch was Tolles drin. Apropos Weihnachten und Geschenke, und so fällt mir gerade noch ein, hat Ravensburger einen Adventskalender. Unter www.ravensburgeradventskalender.de, da könnt ihr nämlich jeden Tag etwas Tolles gewinnen. Teil 1 ist schon mal erledigt. Ich werde jetzt aber einmal diese Kordel hier nehmen. Und das werde ich jetzt natürlich ein bisschen erschweren, das Ganze. Ich nehme jetzt einfach ein paar Lagen um das Geschenk binde. Ich bin ja schon gespannt, wie Ash das aufbekommt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich werde jetzt noch einmal das tolle Geschenkband hier mal nehmen und nochmal dementsprechend auch so ein bisschen verstärken das Ganze, damit es ein bisschen schöner aussieht. Dann habe ich mir gedacht, kommt das Ganze noch einmal in so ein durchsichtiges Geschenkpapier. Einmal hier rein. So, das heißt. So. Ich finde es nur so schade, dass die Geschenke manchmal einfach so schnell aufgerissen werden. So, hier habe ich schon mal so, sieht schon gut aus, oder? Ich finde, das sieht nach einem Geschenk aus. Jetzt werde ich einmal etwas holen. Zeige ich euch gleich mal. Tada! Dieses Geschenk wird jetzt noch einmal hier reingelegt. So, passt perfekt. Hierfür brauche ich natürlich jetzt das Packband. Was mir gerade noch mal durch den Kopf schießt, ist bei dieser Bahn. Ich finde die wirklich, war so begeistert von dieser Bahn, als wir die gesehen haben und auch damit gespielt haben. Die kann man endlos erweitern. Das heißt, also es gibt Erweiterungspacks oder Erweiterungsartikel, Elemente, die man da kaufen kann. Genauso wie diese ganzen Special-Elemente wie Dauskanone. Das Katapult, dann Looping, man kann das alles ja nachkaufen, genauso wie die Schienen. Und diese Bahn einfach wirklich endlos bauen. So,
Jetzt wird dieser Karton natürlich noch einmal schön eingepackt. So. Fehlt nur noch einmal diese Seite, die ich dann natürlich jetzt einmal so zumache. So, jetzt drehe ich das noch einmal kurz um. So gehört das herum. Und hier um das ganze Geschenk kommt jetzt noch einmal natürlich die Kordel. Und natürlich das Geschenkband. Das ist fertig. Der zweite Karton ist fertig. Ich würde mal sagen, ich hole mir noch einen. Und zwar den hier. Ihr könnt mich bald hier gar nicht mehr sehen, ne? Also, das Geschenk werde ich jetzt natürlich hier reinlegen. Und das wird einmal so zugemacht. Fertig. Jetzt muss natürlich auch dieses Paket einmal eingepackt werden. Das soll ja auch hübsch aussehen. Ich verpacke jetzt noch einmal kurz diese Seite hier mit ordentlich Tesafilm. So, hier geht es jetzt weiter. Ich habe schon mal eine Seite mit Tesafilm befestigt. So hübsch ist es geworden. Das ist doch auch schon ein richtig riesengroßes Geschenk. Wenn ich bedenke, was da drin ist. Ich meine, der Karton an sich war ja auch schon groß von dem Starter-Set. Jedenfalls möchte ich gerne das Ganze noch mal ein bisschen toppen und dann hole ich jetzt noch den hier. Da kann sich erst schon so verstecken. Ich möchte aber ganz gerne, dass er wirklich Spaß beim Auspacken hat. Ne? Deswegen packe ich dieses tolle Geschenk jetzt hier rein. Zack, schon ist er weg. Damit das Ganze sich auch ein bisschen besser hält. So. So. Fertig. Jetzt brauche ich natürlich nur noch das Geschenkpapier. Okay, Tesa ist leer. Ich hole nochmal Nachschub. Okay, jetzt werde ich einmal so diese Seiten, diese hier, sehen schon mal toll aus. Aber mir fehlen natürlich jetzt noch diese beiden Seiten. Da werde ich jetzt einmal das hier zurechtschneiden. Und befestige natürlich auch wieder mit überall mit Tesa fest. Jetzt fehlt mir natürlich nur noch diese Seite jetzt hier und die mache ich genauso wie die andere. Wo ist denn jetzt mein Geschenkpapier? Und so. Dann nehme ich jetzt einfach diesen Rest und werde einfach umknicken das Ganze. So, jetzt habe ich alle Kanten verklebt. Okay. So, das Geschenk ist jetzt fertig und jetzt fehlt natürlich nur noch einmal das Geschenkband. Das Geschenk ist fertig eingepackt. Jetzt bin ich nur noch auf die Meinung von Ash gespannt.
auf seine Reaktion vor allem bin ich richtig gespannt, was er dann dazu sagt. Ich werde jetzt natürlich hier oben drauf nochmal so ein paar von denen hier platzieren. Ein großes Geschenk. So, so. So, Geschenkband Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und schon ist die tolle Kugelbahn verpackt. Ahnt keiner, dass die da drin ist, oder? Da würde man jetzt sonst was drin vermuten. So, ich würde sagen, ich bin fertig und jetzt bin ich mal schon mal wirklich auf die Reaktion von Ash gespannt.